Willkommen zum Podcast der revolutionären Kommunisten. Wir kämpfen für den Sturz des Kapitalismus in Österreich und auf der ganzen Welt. Für den Sozialismus zu unseren Lebzeiten. Bist du Kommunist? Dann tritt uns bei und kämpf mit uns für den revolutionären Kommunismus. Ihr hört eine Aufnahme von einem Vortrag am 30.09. zum Ausgang der Wahlen von Emanuel. Danke für die Motivation. Ich habe mich tatsächlich wochenlang vorbereitet für dieses Referat, zu analysieren, wie diese Wahlen ausgegangen sind und wie die politische Landschaft sich für die Arbeiterbewegung weiter gestalten wird und was die Aufgaben der revolutionären Kommunisten sind. 4 Thesen zum gestrigen Tag. Ich glaube, das die wichtigste ist, und das ist wirklich auch die freudigste, die Regierung, die uns die letzten 5 Jahre regiert hat, ist abgewählt worden, wie noch nie eine Regierung in Österreich abgewählt worden ist. Das ist eine krachende Wahlniederlage, die hier stattgefunden hat. Die zweite These, das freut uns irgendwie gar nicht, aber es überrascht uns nicht, wenn ein Funke verfolgt ist, dass es fast ausschließlich die FPÖ ist, die vorherrschende Unzufriedenheit in diesem Land einen politischen Ausdruck geben kann. Und das hängt eng mit der dritten These zusammen. Das ist nicht ganz neu, aber hat sich durch diese Wahlen eher bestärkt, dass die Arbeiterbewegung aufgrund der Politik ihrer Führungen wirklich in einer politischen Sackgasse steckt. Und die vierte These ist, dass der Klassenkampf dennoch komplett unausweichlich ist für die kommende Periode. Aber wir haben halt Leaders like Donkeys. Das ist ein Problem. Zur Analyse dieser Wahlen. Zu dem Wahlergebnis und zu den Wahlbewegungen. Die Regierungsparteien haben wirklich erdrutschartig verloren, wie noch nie. Die ÖVP hat eine 500.000 Wähler verloren. Sie hat noch 1,29, halbe Million sind weg. Und auch vor den Grünen haben Viertelmillion weniger haben die Grünen gewählt als noch vor 5 Jahren. Das sind gemeinsam 750.000 Wähler, die Regierung verloren hat. 17%, und sie kommen jetzt gemeinsam auf 34, auf ein Drittel circa der Stimmen. Also so ist noch nie eine Regierung abgestraft worden bei Wahlen wie bei diesen. Das ist wirklich eine Generalabrechnung mit einer gescheiterten Regierungspolitik. Und dies, obwohl eines der wichtigsten politischen Themen der letzten Jahre komplett aus dem Wahlkampf ausgespart war, nämlich die permanente Korruption, die einfach die ÖVP quasi das ist die Meister dieser Disziplin, also Ibiza, das ist ja wirklich was für einen Kindergarten, die wirklich irgendwie ihre Leute und ihre Klientel die ganze Zeit bedienen und die Justiz in Bewegung setzen, damit das alles immer nur beim Korruptionsverdacht bleibt. Das ist irgendwie die ÖVP. Und obwohl man über dieses Thema im Wahlkampf gar nicht geredet hat, um hier politische Stabilität ins System zu kriegen, haben das die Leute nicht vergessen. Wer aber gar nicht davon profitieren hat können, von dieser Proteststimmung in der Wählerschaft, ist die Sozialdemokratie. Sie hat nur knapp über 1 Million Stimmen bekommen. Das sind nur einige tausend Stimmen, zurzeit 18.000. Das ändert sich immer ein bisschen, mehr als vor 5 Jahren. Und sie unterbietet damit quasi das historisch schlechteste Ergebnis. Ich glaube nicht nur der Zweiten Republik, ich glaube auch der Ersten Republik, aber das kann man irgendwie nachschauen. Also sie zementiert einfach ihre Krise. Von sich selbst behaupten die Neos, dass sie der zweite Wahlsieger seien, aber das ist auch ein bisschen lächerlich, muss man sagen. Sie haben 60.000 Stimmen irgendwie dazu gewonnen, haben jetzt 450.000 Stimmen. Das ist wirklich nicht viel. Die haben sich annähernd das Doppelte irgendwie davon erwartet mit ihrem Optimismus für Krieg und Sozialabbau-Wahlkampf. Aber das hat keinen großen Zulauf beschert. Um das zu untermauern, die KPÖ hat deutlich mehr Stimmen dazu gewonnen, absolut, als die Neos.
und ist aber natürlich unter der 4%-Hürde geblieben, aber einfach um das zu benennen. Die KPÖ gilt als der große Wahlverlierer oder einer der Wahlverlierer und die NEOS als Wahlgewinner, aber das ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, empirisch auf sehr, sehr schwachen Beinen in Wirklichkeit. Also die KPÖ hat 3,5 Mal so viele Stimmen gehabt über den letzten Wahlen. Und ich glaube, man muss einfach der Tatsache ins Auge schauen, dass der einzige wirklich große Wahlsieger dieser Wahl die FPÖ ist. Wir kommen nicht vorbei, diese Wahrheit einfach auszusprechen. Sie hat 1,43 Millionen Wählerstimmen gehabt. Das sind 640.000 Stimmen mehr als vor 5 Jahren. Das ist wirklich ein Erdrutsch, der hier zu Ihnen gegangen ist. Aber weil keine der politischen Parteien eine Regierung oder Parteichefs, sagen wir so, eine Regierung mit der FPÖ machen möchte, heißt das, dass die politische Krise in Österreich einfach prolongiert werden wird. Aber noch einmal analytisch, wie ist es dazu gekommen, dass die FPÖ das erste Mal in der Geschichte Österreichs zur stärksten Partei geworden ist? Die letzten 5 Jahre war einfach eine Abfolge von Krisen in diesem Land. Die Pandemie, 2 Wirtschaftskrisen, zuerst mit Corona und jetzt sind wir das dritte Jahr in eine Wirtschaftskrise hinein. Es beginnen jetzt auch Massenentlassungen, der Krieg in der Ukraine, die Corona-Zeit, der Krieg in der Ukraine und in Nahost, die Umweltkatastrophen etc. Und die einzige oder die Partei, die am stärksten zu diesen Themen, über die die Leute diskutieren während den Wahlen, Stellung bezogen hat und eine Anti-Eliten-Position vertreten hat, auf eine reaktionäre, demagogische, spalterische Art und Weise. Aber die einzige Partei, die sich hier dagegen gestellt hat, war die FPÖ. Und genau. Und gleichzeitig natürlich, dass sie seit Jahren auf eine diese Lüge zum Durchbruch verholfen hat, dass das Hauptproblem der österreichischen Gesellschaft die Migration, insbesondere die muslimische Migration, wäre. Das behauptet die FPÖ seit Jahren, aber seit dem 9. Oktober, seit letztem Jahr, stimmen ihr alle Parteien hier zu. Also sie hat diesen Rassismus voll durchgesetzt und weil die anderen Parteien hier dem zugestimmt haben, wurde das quasi als politische, gilt das heute als politische Wahrheit. Migration ist irgendwie das Hauptproblem. Zuletzt die NEOS, die das ganz offensiv irgendwie vorwärts tragen, aber man hat es auch gesehen, auch die Grünen sagen, ja, wir haben unsere Position überdacht, wir sind hier irgendwie daneben gelegen. Und damit hat die FPÖ wirklich eine politische Führerschaft in diesem Land erobert in den letzten Monaten. Und eben aufbauend auf einem politischen Vertrauen, das sie sich in den letzten Jahren erarbeitet hat, sowohl am Land als auch in der Arbeiterklasse. Also wenn man sich diese Wahlkarte anschaut, in diesen zentralen Industrieregionen wie in Oberösterreich, in der Obersteiermark, ist die FPÖ überall die stärkste Partei geworden und die SPÖ hat verloren, als ob sie seit 5 Jahren Sparpolitik in der Regierung irgendwie betreiben würde. Also minus 6, 7, 8%. Also die FPÖ hat hier wirklich eine politische Deutungshoheit übernommen und genauso in vielen bäuerlichen, ÖVP-dominierten Landgemeinden. Und wirklich, wir sind die politische Kraft, die das nicht überrascht, weil die Mehrheit, ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt, aber die Perspektivdiskussion, die wir auf unserer Konferenz im Februar irgendwie geführt haben, haben wir das extrem ausführlich irgendwie analysiert, dass dieser Prozess hier stattfindet. Ich lese einfach ein paar Sachen vor, die wir vor einem Jahr irgendwie festgehalten haben oder vor fast einem Jahr festgehalten haben. Die FPÖ bezieht ihre Wählerschaft aus allen Klassen und Schichten. Diese Popularität hat sie unter der Führung von Kickl weiter erarbeitet, weil sie als einzige Partei demagogisch gegen die Eliten sich stellt. Dieses Vertrauen hat sie sich insbesondere in der Corona-Bewegung erarbeitet, wo sie sich als einzige Partei gegen die gescheiterte Impfpflicht
die von allen anderen Parteien unterstützt wurde, gestellt hat. Nicht von uns, das war gut. FPÖ-Chef Kickl stellte sich auch persönlich vor echte und angebliche Corona-Leugner und nahm diese vor der Regierung und der schneidenden Arroganz der Liberalen in Schutz. Die FPÖ spricht sich weit als einzige Parlamentspartei gegen die westliche Unterstützung der Ukraine aus. Etwas, was sie den ganzen Wahlkampf über getan haben, genauso wie beim EU-Wahlkampf, ist gegen die Russland-Sanktionen und betont ihre positive Haltung zur populären Neutralität. Und spezifisch zur FPÖ in der Arbeiterklasse, weil wir haben hier Veränderungen über die letzten Jahre bemerkt, haben wir Folgendes festgehalten. Damit hat sie auch in der wahlberechtigten Arbeiterklasse eine breite politische Basis sich erarbeitet. Immer mehr zornige Arbeiter, die etwas politisch rückständig und vorurteilsbeladen sind, treten in der Kollegenschaft offen für die FPÖ auf. Nach unserer Beobachtung sind es in der Arbeiterklasse nicht die Streikbrecher, sondern vielmehr die Kritiker der Sozialpartnerschaft, die sich auf Wahlebene mit der FPÖ identifizieren. Und dann eine politische Positionierung, ich glaube, müssen wir in dem Zusammenhang nicht sagen, aber trotzdem. Wir Kommunisten bekämpfen den Einfluss der FPÖ in der Arbeiterbewegung, weil sie eine reaktionäre, organisch-bürgerliche Partei ist, die die Arbeiter nur demagogisch anspricht, um sie im nächsten Moment eiskalt zu verraten. Sie schwächt die Arbeiterklasse durch ihre systematische, rassistische, homo- und transphobe Spaltungsrhetorik und Heimattümelei. Aber der Punkt ist, dieses Wahlergebnis gestern ist kein zufälliges Produkt, sondern ein Produkt von 5 Krisenjahren, wo tatsächlich die FPÖ als einzige große greifbare politische Kraft den politischen Unmut geäußert hat und sich mit diesen Leuten assoziiert hat und denen sie irgendwie wurscht war, wenn sie von den Liberalen und von den Experten und so weiter fertig gemacht worden ist. Und das hat einfach ein klassen- und schichtübergreifendes Vertrauen geschafft, sowohl am Land als auch in den Fabrikhallen. Und um das auch irgendwie zu benennen, die Wahlen sind kein gutes Feld für den Klassenkampf irgendwie an sich, aber es ist wirklich extrem problematisch, dass immer größere Teile der Arbeiterklasse einfach gar kein Wahlrecht haben, weil sie die Staatsbürgerschaft nicht haben. Also mehr als ein Drittel der Industriearbeiter haben kein Wahlrecht in Österreich. Und in Wien, wo es nicht viel Industrie gibt, aber viel prekäre Dienstleistungen und so weiter, ist der Anteil von Migranten noch größer. Und das ist übrigens bemerkenswert auch bei diesen Wahlen. Die Wahlbeteiligung ist gestiegen, aber gleichzeitig gab es 50.000 weniger Wahlberechtigte, weil die Staatsbürgerschaft extrem restriktiv vergeben wird hierzulande und gleichzeitig irgendwie dieser demografische Knick irgendwie stattfindet. Vielleicht noch ein paar Detailergebnisse, die sind interessant. Es ist nämlich so, dass wenn man die Arbeiterbewegung akzeptiert mit der SPÖ als größten Ausdruck der KPÖ und wir ein sehr kleiner Ausdruck oder so, ist es trotzdem so, dass, wie soll ich sagen, der Übersprung irgendwie der Arbeiter oder Leute, die sich mit der Arbeiterbewegung identifizieren, sei es auch nur dadurch, dass sie eine Arbeiterpartei irgendwie wählen, nicht so easy ist. Also wenn man die Wählerströme irgendwie anschaut, dann ist es so, dass der Hauptteil quasi der Stagnation der SPÖ damit zusammenhängt, dass viele ehemalige SPÖ-Wähler nicht zu der Wahl gegangen sind. Das sind 150.000 und das ist fast 180.000. Das ist fast dreimal so viel wie ehemalige SPÖ-Wähler, die die FPÖ diesmal gewählt haben. Und das ist ein typisches Feature für Wahlen, wenn die Arbeiterbewegung, wenn die Arbeiterklasse sich politisch orphan fühlt. Geht sie nicht einfach über, dass sie reaktionäre bürgerliche Parteien wählt, sondern sie übt sich von der Tendenz her in Wahlenthaltung und sogar das lässt sich am Ergebnis der SPÖ irgendwie noch festmachen. Aber was stattgefunden hat, und darum hat die SPÖ ihre Stimmen stabil halten können, dass in Wirklichkeit ein Austausch stattgefunden hat, dass ehemalige Grünwähler quasi diesen Abgang ersetzt hat. Also 150.000 ehemalige Grünwähler
sind irgendwie zur SPÖ gegangen. Das heißt auch, dass der größte Wahlerfolg der SPÖ wurde auch genau hier in dem Bezirk, wo wir sind, erzielt, also im Wien-West innen, unter der Spitze von Niki Kowal. Wir kennen ihn. Das ist ein auskochter, man kann auch NATO-Niki zu ihm sagen, irgendwie lieber Liberale, der Typ, der den Ausschluss der Funke-Strömung aus der SPÖ hier in Wien irgendwie enorm vorangetrieben hat, der hat mit einer Vorzugsstimmenkampagne die ganzen quasi unter den Liberalen für die SPÖ irgendwie mobilisieren können. Also hier findet ein bisschen so ein Wähleraustausch irgendwie statt. 9% irgendwie plus hier in diesem Bereich. Genau. Aber ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie reden, die nächsten Tage und Wochen und Stunden, dann wird es so sein, dass viele Linke quasi dieses Wahlergebnis, dass sie ein bisschen depressiv sein werden und so ein bisschen einen Tunnelblick kriegen und Österreich ist so reaktionär und progressive Politik wird abgelehnt. Kann doch nicht sein, dass ein Andi Babler, der so oft die Reichen steuern und der so oft erzählt hat, was für ein Arbeiterkind das er war und Rechte für alle und sozialer Aufstieg für alle und so weiter, dass das irgendwie so auf taube Ohren führt, beziehungsweise eben nur von quasi Mittelschichten irgendwie gehört wird. Aber der Punkt ist es, dass das bestimmende Element in Österreich ist einfach eine Proteststimmung gegen die existenten Verhältnisse und nicht irgendwelche Stories über Kinderrechte und keine Ahnung, diese und du kannst noch so viel Experten irgendwie und es interessiert niemand. Die Leute sind einfach anpisst auf den Verhältnissen, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Die spüren einen Druck in ihrem Leben und die haben null Vertrauen darauf, dass diese politischen Angebote von der Millionärssteuer oder so irgendwas in ihrem Leben verbessern würden. Und Genossen, Sie haben komplett recht mit diesem Misstrauen gegenüber dieser Erzählung. Es ist wirklich eine Erzählung. Genau, die Leute wollten protestieren und die einzigen, die das wirklich extrem, nicht nur in ein paar Aussagen, sondern über Monate, über Jahre irgendwie kultiviert haben, diese Kultur, das ist halt die FPÖ und das ist das Ergebnis. Das muss man einfach nur verstehen. Und ja, es ist nicht so, dass wir da im Nachhinein drauf kommen, sondern wir haben diese Kritik auch in diesem Wahlkampf auf eine sehr genossenschaftliche Art und Weise immer gegenüber der KPÖ argumentiert. Unsere Analyse war immer, in dieser Situation ist es so, dass die KPÖ ins Parlament kommt, wenn sie nicht so viele Fehler macht. Das war immer unsere Analyse und wir haben uns extrem bemüht, diese Fehler ihnen auf eine extrem nette Art und Weise mitzuteilen. Und der Punkt ist, dass es in Wirklichkeit sie die gleiche elektorale Strategie wie der Babler geführt haben. Sie haben sich auch extrem an Babler irgendwie orientiert, dass das viel radikaler irgendwie sein darf. Und sie haben gleichzeitig extrem vermieden, irgendwie jedes heiße Eisen in der Gesellschaft polarisierende politische Thema anzusprechen. Sie haben einfach nichts dazu irgendwie gesagt, sondern haben sich stilisiert als Wohnungs- und Alltagsexperten irgendwie und haben den Eindruck irgendwie vermittelt, dass eine Stimme für sie würde irgendwie bedeuten, dass die Mieten irgendwie eingefroren werden würden. Und it's not true, das stimmt einfach nicht. Dafür gibt es irgendwie keine politischen Verhältnisse hier, aber das war das Einzige, dass sie sogar nach der Wahl irgendwie weiter behauptet haben. Zu was die KPÖ geschwiegen hat, sind die Themen, über die die Leute wirklich gesprochen haben. Nämlich der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Palästina, die Teuerung, die damit zusammenhängt. Das weiß jeder. Das weiß jeder, dass diese Mega-Inflation in Österreich damit zusammenhängt, dass man Sanktionen gegen Russland gemacht hat, dass wir diese Energie nicht mehr bekommen. Und die KPÖ hat dazu einfach nichts gesagt. Sie sagt auch nichts zu Rassismus, weil sie sagt, auf dem Feld können wir nicht gewinnen. Sie hat einfach komplett
kapituliert und sie hat gar nichts irgendwie darüber gesagt, dass die Arbeiterklasse eine politische Kraft braucht, die fähig ist, den Kampf gegen diesen Rassismus, gegen Krieg und den kommenden Sozialabbau zu organisieren und zu führen. Sie hat den gleichen, wie soll ich sagen, Wohlfühl-Wahlkampf getan, immer referenziert auf die Leute, denen sie helfen. Und sie definieren auch ihre Partei so, dass eine kommunistische Partei einen Gebrauchswert braucht, der darin irgendwie liegt, dass man eine helfende Partei ist. Und wir haben immer gesagt, Genossen, man braucht eine kämpfende Partei. Das entspricht dem Empfinden der fortgeschrittenen Teile der Klasse, die eine kommunistische Partei wählen werden. Genau, und so sind sie eben als karitative Wohn- und Alltagsprofis, haben sie das Potenzial, das auf jeden Fall irgendwie da war, gar nicht abrufen können, einen Achtungserfolg erzielt. Und im Grunde, das ist übrigens auch noch interessant, sie haben sogar anteilsmäßig weniger Stimmen als bei der EU-Wahl, wo sie zumindest Wohnen statt Kanonen plakatiert haben. Ein Plakat, was sie diesmal nicht mehr plakatiert haben, weil sie zur Meinung gekommen sind, dass das zu polarisierend ist. Und sie haben dafür die Rechnung präsentiert gekriegt. Und wie richtig dieses Misstrauen in der Klasse gegen Leute ist, die alle 4 Jahre irgendwie herkommen und hier quasi sagen, wähl mich und ich kämpfe für deine Rechte und hat sich eigentlich schon am Wahlabend gezeigt, natürlich insbesondere in den Wortspenden von Andreas Babler, Julia Herr und so weiter, weil es ist jetzt natürlich gar keine Rede mehr irgendwie davon, dass man mit Millionärssteuer und Erbschaftssteuern alle budgetären Probleme lösen würde. Es ist so, wie jeder, der schon ein paar Wahlen erlebt hat, wie es immer irgendwie passiert. Und es war wirklich, ich möchte die Gefühle dazu irgendwie gar nicht benennen. Es war halt irgendwie so, wie es immer ist. Man hat richtig gemerkt, wie eine panische Stimmung in der SPÖ herrscht, dass man um jeden Preis in die kommende Regierung kommt. Dem Babler ist sogar rausgerutscht auf Puls 4. Wir haben eh schon die Sondierungsgespräche vereinbart und so. Also um ja sicher zu sein, dass man da unbedingt irgendwie mit im Spiel ist. Genau, und das wird jetzt kommen. Aber wir müssen irgendwie verstehen, als Marxisten, Arbeiter sind nicht dumm. Irgendwie. Die wissen, dass Politik und bürgerliche Politik ein sehr unsauberes Spiel von Geben und Nehmen ist, wo nach der Wahl alles anders ausschaut irgendwie wieder vor. Und Arbeiter, und das ist auch die Erfahrung der letzten Jahre, Arbeiter und insbesondere auch Jugendliche haben irgendwie gelernt, dass die Welt nicht besser werden wird durch das Einlösen einzelner Wahlversprechen, sondern dass solche Wahlversprechen einfach nur Kleingeld sind, mit dem die Leute machen, was sie wollen. Was ich hier sage, ist alles empirisch sozialwissenschaftlich untermauert durch das Foresight-Institut. Wer sich das auf dem ORF anschauen wird, wir werden das sicherlich auch zitieren in unserer Wahlberichterstattung, aber es ist unglaublich, was für Low-Level-Einstellung, nämlich Leute, die zur Wahl gegangen sind, zur Wahl, zu den Parteien, zu dem Parlament haben. Das sind nämlich absolute bis 2/3 Mehrheiten, die sagen, das ändert nichts und so, ja. Und das ist, Politik ist ein dreckiges Geschäft. Und der Punkt ist, darum ist es so extrem wichtig für die Arbeiterbewegung, dass man ein kämpferisches, ideologisch völlig von dem bürgerlich getrenntes Gesamtprojekt präsentiert, anstatt dass man hier quasi glaubt, mit Klein- und Kleinstforderungen politisch stärker werden zu können. Das stimmt nicht. Das ist nicht die erste Wahl, wo dieser politische Ansatz widerlegt worden ist. So, korrigiert es mich, wenn das falsch ist, aber fast spannender wie der Wahlkampf wird jetzt eigentlich die Regierungsbildung, und zwar
Insbesondere deshalb, weil es jetzt um reale Sachen geht. Weil der Wahlkampf war wirklich in erster Linie ein Kulturkampf. Also ich weiß nicht, was euch hängen geblieben ist. Aber was wichtig zu verstehen ist, dass die zentralen Probleme nicht Thema der politischen Auseinandersetzung in Österreich in den letzten Monaten waren. Und die zentralen Probleme ist in erster Linie, dass in Österreich eine Wirtschaftskrise herrscht, die jetzt ins dritte Jahr geht, mit teilweise sehr starkem Einbruch der Produktion, aber auch des Einzelhandels, also des Konsums. Die Leute haben weniger Geld. Der Export hinkt. Die Produktion ist minus 9% im Jahresabstand. Das ist viel. Die Produktion ist zu teuer hier. Und das Budgetdefizit ist viel, viel zu hoch. Funke-Leser wissen es, man geht davon aus, dass so quasi ein Volumen von 12 Milliarden Euro eingespart werden muss. Das ist das ganze Bildungsministerium, das weg muss. Die einzigen, die über das geredet haben, waren die Wirtschaftsforscher, Badelt vom WIFO, vom Fiskalrat, Felbermayr vom WIFO. Das ist das Sprachrohr des Finanzkapitals. Und die haben über den ganzen Wahlkampf über gesagt, hey, hallo, es wird nach den Wahlen ganz was anderes passieren. Und so eine politische Konstellation gilt es jetzt herzustellen. Und es ist wichtig zu verstehen und dass wir uns auch nochmal daran erinnern, wir hatten jetzt in Österreich 5 Jahre lang eine politische Dauerkrise. Wir hatten 4 verschiedene Bundeskanzler in den letzten 5 Jahren. Und es gab nie Wahlen, weil einfach nicht klar ist, wie man eine politische Konstellation zusammenbringt, um diese notwendigen Kontreformen, Angriffe auf den Lebensstandard der Arbeiterklasse umzusetzen. Und Punkt 2, das wurde auch schon lange deponiert und von uns offen angesprochen, ein enormer Druck auf Österreich, dass nicht das passiert, was Politico, also das US-Magazin Politico, bezeichnet, die Ausweitung der russophilen Zone bis in die Ostalpen. Also eine stabile, pro-westliche Regierung, die die EU und den erwünschten militärischen Sieg in der Ukraine nicht gefährdet. Also eine Regierung ohne FPÖ. Das sind irgendwie so die 2 politischen Prämissen, die es aus Sicht vom Kapital durchzusetzen gilt. Also diese sozialen Angriffe und stabile pro-westliche Haltung. Ganz kurz nur zu einem zweiten Punkt, weil das klingt irgendwie so absurd, aber wir sind Materialisten. Wir dürfen nicht vergessen, dass die österreichische Energieversorgung hauptsächlich von Russland abhängt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das österreichische Finanzkapital seine Hauptprofite in Russland macht. Das heißt, wir sollen sagen, es gibt materielle Interessen im Hauptquartier der Raiffeisenbank. Wenn die aussuchen würden, ob sie hier 1,5 Milliarden Profite in Moskau behalten oder lieber für die abstrakte Stabilität der EU einstehen, würden sie natürlich die 1,5 Milliarden einstecken. Das ist diese Raiffeisenbank und andere Kapitalgruppen haben natürlich einen enormen Einfluss auf die ÖVP. Das ist ziemlich klar. Und darum ist es so, dass gestern Abend was passiert ist. Also was ich persönlich noch nie erlebt habe, ich kann mich nicht daran erinnern, es gibt andere ältere Leute hier, denn vielleicht können Sie mich irgendwie korrigieren, aber ich habe noch nie erlebt, irgendwie, dass der Bundespräsident noch bevor die Wahl ausgezählt ist, aus der Tapetentür irgendwie tritt und quasi politische Stabilität in Österreich einfordert, 5 Bedingungen irgendwie nennt. Was ist das? Medienfreiheit, Menschenrechte, pro EU. Und sagt, das sind irgendwie die Bedingungen und er wird seine verfassungsmäßige Macht nützen, dass er nur einen solchen Bundeskanzler ernennen wird. Das drückt aus, dass diese politische Krise total simmert und dass quasi dieser alte liberale Opa halt wirklich angesichts dieser Wahlergebnisse ausrücken muss, um die politische Stabilität zu retten. Weil, wenn man sich das logisch überlegt,
Eine Partei, die wie viel? 11-12% irgendwie verliert, eine 500.000 Wählerstimmen irgendwie verliert, die ist einfach abgewählt. Die muss weg irgendwie. Oder? Das ist völlig logisch und es wäre völlig logisch, dass in der ÖVP eine Diskussion über den ÖVP-Vorsitz stattfindet. Es wäre auch völlig logisch, dass eine SPÖ, die ihr historisch schlechtestes Ergebnis nach nach sieben Jahren Opposition noch einmal unterschreitet, sich Gedanken darüber macht, ob ihr politisches Personal und Politik irgendwie das bestgeeignetste ist. Aber dieser Auftritt vom Bundespräsident zielt irgendwie genau darauf, diese Dynamiken einzudämmen, um eine stabile, liberal-demokratische Regierung zu machen. Und zwar eine Regierung, das wäre mit der ÖVP, die abgewählt worden ist, mit der SPÖ, die verloren hat, und mit den Neos, die sich mit 60.000 Wählerstimmen als Wahlsieger selbst deklarieren. Und eine Regierung, die dann den Sozialabbau in Österreich organisieren und durchsetzen soll, gegen eine FPÖ, die ihre Stimmen fast verdoppelt hat und 1,4 Millionen Leute hinter sich hat. Und was interessant ist, früher haben die Leute oft die FPÖ gewählt, weil sie ein Signal geben wollten. Aber was interessant ist, dass fast alle FPÖ-Wähler davon überzeugt sind, dass Kickl der bessere Kanzler wäre. Und sie wollen auch eine Regierung stellen mit der ÖVP. 2/3 sagen das. Und 7% mit der KPÖ. Das sagt irgendwie so einen gewissen Class Divide. Aber das sind Leute, die wollen wirklich ein anderes politisches Projekt aufziehen. Und jetzt geht es irgendwie darum, dass man diese Dynamik abbremst. Und das ist gar nicht so einfach. Aber Andreas Babler darf daher SPÖ-Vorsitzender irgendwie bleiben. Aber er wird nur noch eine zeremoniale Funktion einnehmen. Das ist irgendwie völlig klar. Also das wird das völlige, ja, Scheitern der SPÖ irgendwie linken. Und es ist klar, dass das Ganze enorm viel Zeit brauchen wird. Und jetzt ist es so, ich glaube, wir haben es im Vorfeld irgendwie geschrieben, oder? Jetzt wird miteinander irgendwie sondiert und dann gibt es sicher irgendwann einen Rechensturz und dann kommt man drauf, dass die Lage eigentlich viel schlimmer ist, als man vorher gedacht hat und so weiter und so. Und dann sind noch irgendwie so Partikularinteressen wie, dass die FPÖ droht, stärkste Partei in der Steiermark zu werden im November. Davor darf man keine Anti-FPÖ-Volksfront offiziell machen, weil sonst die FPÖ in der Steiermark auch noch irgendwie stärkste Partei wird. Und dann sind die Gemeinderatswahlen in Niederösterreich. Und also es ist wirklich irgendwie Knopfspitz. Und es ist nicht so einfach irgendwie für die herrschende Klasse hier politische Verhältnisse herzustellen, wo sie diese notwendigen sozialen Angriffe auf eine stabile Art und Weise umsetzen kann. Und letzter Gedanke, wie wir uns zu dem Ganzen stellen. Wir haben uns in Wirklichkeit auch ein Jahr lang irgendwie darauf irgendwie vorbereitet. Und ich glaube, der Slogan muss lauten, kein Vertrauen in die Liberalen, weil der Punkt ist, man kann die FPÖ nur politisch besiegen. Nicht durch Institutionen, nicht dadurch, dass man mit der Logik des kleineren Übels eine grausliche, militaristische Sozialabbauregierung unterstützt, nur um Kickl draus zu halten. Das ist nicht unsere Politik. Das heißt einfach nur, dass die FPÖ irgendwann, und es wird nicht in 5 Jahren sein, sondern zuvor noch stärker zurückkommen wird. Aber der Punkt ist, ich glaube, das ist irgendwie völlig logisch, aber zur Grundlage des politischen Handelns wird es nur eine kleine Minderheit in der österreichischen Gesellschaft machen in den nächsten Wochen und Monaten. Aber diese politische Einladung, eine Anti-FPÖ, wie soll ich sagen, Volksfront irgendeine politische Unterstützung zukommen zu lassen, müssen wir dankend ablehnen. Und wir müssen anerkennen, dass für die Arbeiterbewegung, diese reformistische Führung an der Spitze der Arbeiterbewegung, also die Arbeiterbewegung in eine enorme Sackgasse führen wird. Also es ist so, die SPÖ ist die Hauptkraft, die ein solches Regierungsprojekt vorantreibt.
Und zwar in allen Teilen und Gliederungen und auch die Gewerkschaft sind irgendwie hier voll an Bord. Das wird einfach eine Krise dieser reformistischen Organisationen, aber auch der Gewerkschaften, Betriebsstrukturen und so weiter vertiefen. Es ist anders nicht möglich. Und es wird auch so sein, dass eine kommunistische Partei, die einen politischen Aufwind hat, aber die das gar nicht irgendwie als Aufgabe versteht, hier die Arbeiterbewegung kampffähig, wieder kampffähig zu machen, die sich weiter auch nach den Wahlen als helfende Partei inszeniert, die sich als Regionalpartei inszeniert und so weiter, auch keine Hilfe sein wird für die Arbeiterbewegung, diese politischen Fragen auf eine positive Art und Weise zu beantworten. Das heißt, diese politische Frage bleibt ziemlich offen, beziehungsweise uns ist diese Frage irgendwie gar nicht offen und wir treten an, die RKP zu gründen. Und es ist klar, dass dieses Wahlergebnis irgendwie zeigt, dass das der enorm richtige Schritt ist. Wir haben diesen Wahlkampf genützt, darzustellen, dass wir keine sektiererische Kraft sind. Wir haben enorm guten Wahlkampf gemacht für die KPÖ, gerade in der letzten Woche, dank dieses Moves unserer Genossen in Vorarlberg. Dazu haben wir die KPÖ wirklich zu einem Zeitpunkt, wo niemand mehr über sie reden wollte in den Medien, weil man andere politische Kräfte stützen wird, wirklich so für 24 Stunden quasi in den Mittelpunkt der innenpolitischen Diskussion gestellt. Und das heißt, wir sind keine Sektierung, wir sind nicht opportunistisch. Wir haben auch gesagt, wir stimmen euch irgendwie nicht allen zu. Das war ein guter Move, aber ich glaube, die Schlussfolgerung, die die Genossen aus diesen Wahlen irgendwie ziehen, ist, dass sie also ja, quasi sich als helfende Regionalpartei stärker pronunzieren irgendwie wollen. Und wir müssen uns als diese kämpfende revolutionäre kommunistische Partei gut branden. Das ist kein Angebot an die Masse. Wir können kein Angebot an die Masse legen. Aber was wir tun irgendwie können, ist, dass die fortgeschrittensten Teile der Jugend und der Arbeiterklasse diesen politischen Prozess verstehen und offen sind für diese Perspektive. Und ich glaube, was hier in die gleiche Richtung läuft, ist, dass wir nicht davon ausgehen können, dass es ausgeschlossen ist, dass dieses Ausmaß an sozialen Angriffen und Wirtschaftskrise an der Arbeiterklasse vorübergehen wird, ohne dass es Klassenkämpfe erzwingt, obwohl irgendwie die SPÖ in der Regierung ist. Genau, das ist irgendwie unsere Perspektive, das ist, dass wir halt diese Klassenkämpfe irgendwie nützen, diese klaren Perspektiven, diese klare Notwendigkeit tiefer zu verankern in der Arbeiter- und Jugendbewegung. Das ist das, was wir tun können und das werden wir tun. Applaus